Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Salpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Finden uns am Montag in Phasmophobia in der wöchentlichen Herausforderung, in dem Fall verwundbar. Du wirst da ohne jegliche Verteidigung reingehen. Sei vorsichtig, finde den Kreckengeistertyp heraus in 13 Willow Street. Alles in allem, finde ich, klingt das relativ einfach. Wir haben keine Verteidigungsgegenstände, sprich keine Räucherstäbchen, wahrscheinlich auch kein Kruzifix. Was wir sonst noch an Gegenständen haben, schwer zu sagen an der Stelle, aber es sieht so aus, als ob wir relativ viel haben sollten. Wir sind in der Willow Street, kleines Haus, könnte tricky sein. Was jetzt jedoch ein bisschen schwierig ist, dass man keine Verteidigungsgegenstände hat, könnte natürlich auch bedeuten, dass wir kein Versteck im Haus haben. Sprich, man muss irgendwie schauen, dass man die Jagd überlebt, ohne dass man sich versteckt. Ihr seht es hier, wir haben auch nur zwei Kerzen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Onryo gedacht. Beweismittel haben wir alle, natürlich nur Stufe 1. Das wäre auch viel zu langweilig, hätten wir was Höheres. Kenneth Bailey. Sanity haben wir, das ist gut. Aber ja, keine Kruzifixe, keine Räucherstäbchen, keine Sanity Pillen. Also wir haben nur diese 100%, die wir hier auf dem Bildschirm sehen. Deswegen schwierig hier irgendwelche Objekte zu nutzen, also verfluchte Objekte. Die größte Schwierigkeit, würde ich jetzt mal so spontan behaupten, ist die, dass wir T1-Equipment haben. Die Uhr ist auf 0, was bedeutet, Dämonen sollte man gut erkennen können, die können direkt jagen. Aber jetzt erstmal rein, Break anmachen, let's go. Und Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch nochmal frohe Ostern. Die meisten oder viele feiern ja am Ostermontag. Ich zum Beispiel habe am Sonntag, Gespräch gestern, ein wenig gefeiert bei Essen. Hat auch sehr gut geschmeckt, muss man sagen. Aber ja, für alle, die heute vielleicht noch feiern oder noch Zeit mit der Familie, was auch immer verbringen, frohe Ostern an der Stelle. So, und das ist schon mal sehr eindeutig, würde ich an der Stelle behaupten. Ich mache auch Lichter an, ist ein wenig ungewöhnlich für mich, würde ich mal so spontan behaupten. Aber da wir nur eine Sanity-Anzeige haben und nicht genau wissen, womit wir es zu tun bekommen, können wir ein bisschen was sparen. Ich mache nicht jedes Licht an, nur hier und da mal ein bisschen Licht, damit wir ein bisschen taktieren können. Es ist schwer zu sagen, ob wir auf Anfänger fortgeschritten sind. Klar, die Uhr ist auf 0, aber es könnte sein, dass der Sanity-Verbrauch vielleicht in eine diese Richtung geht, sprich nur 100%. Ab Profi hätten wir 200%. Könnte durchaus sein, dass wir im Profi sind, aber an der Stelle, wie gesagt, schwer zu sagen. Wir haben Salz, wir haben eine V-Lampe, Wunderbärchen, let's go. Wie gesagt, dass wir T1-Equipment haben, könnte an manchen Stellen ein bisschen schwieriger sein, das EMF richtig abzulesen. Es dauert ein bisschen länger, bis das T1-Thermometer temperiert ist und so weiter. Aber alles in allem, gerade solange den Geistraum nicht wechselt, sollte das zumindest möglich sein. Salz ist platziert. Was sagt das Thermometer? Wunderbärchen, wir sind jetzt auch im Freezing-Atembereich. Salz gesteppt, Wunderbärchen. Und da haben wir keine schönen Füße, aber wir haben Füße. UV, let's go. Ich gehe mal davon aus, dass wir drei Beweise haben werden. Also ungefähr Profi, die Bildschirme sind an, was bedeutet, Albtraum wird es wahrscheinlich nicht sein. Also sollte das Ganze machbar sein. Man muss nur ein bisschen taktieren mit der Sanity und eben hoffen, dass man jetzt nicht unbedingt einen Geist hat, der dich relativ früh jagt wie ein Dämon. Aber alles in allem könnte das Ganze möglich sein. So, Abmarsch ins Häuschen, let's go. Das, was ich an solchen Challenges immer schade finde, ich schaue mir ganz gerne den Geist an, auch während der Jagd, einfach ein bisschen Action auch zu haben, ist jetzt heute ein bisschen schwierig. Ne? Ohne Sanity-Pin, ohne Räucherstäbchen will man jetzt nicht unbedingt Fang spielen und ihn aktiv räuchern bzw. vor ihm stehen. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. So, Licht aus, Box verwenden, let's go. Bei den Danke. Ich wollte gerade sagen, bei T1-Equipment kann es manchmal länger dauern, bis man eine Antwort bekommt oder eine Reaktion, aber in dem Fall ging das relativ zügig. Deswegen, wenn ihr jetzt schon 5 Fragen mit der Box gestellt habt, nicht unbedingt direkt von Anfang an ausstreichen, sondern vielleicht dann später nochmal verwenden. Achtet wirklich darauf, seid solo im Raum und wo der Geist ist natürlich, dann geht das. Aber ihr seht es hier, 96%. Also man kann gut taktieren und das geht relativ entspannt. Meine Empfehlung geht raus an alle, die ja selbst mit Phasmo angefangen haben, also sprich auch an die Beginner, denn das hier ist eine mögliche Challenge. So blöd es klingt, Performance Stufe 14, das hat man sowieso keine Räucherstäbchen. Für die meisten wird es sogar Gewohnheit sein, die gerade mit Phasmo angefangen haben, dass sie noch keine Räucherstäbchen haben, vielleicht auch noch keine Sanity-Pillen. Deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch an der Stelle. Nicht wundern, ich schaue mir jetzt hier die Tür auch nochmal an. Hier haben wir Fingerabdrücke, Wunderbärchen, ganz normal. Aber gut, Obake ist sowieso raus. So, jetzt habe ich Dots mit reingenommen.
Gut, die können wir noch gebrauchen, das ist sehr gut. Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle schon fast auf eine Jagd gehen. Ja, wir haben Phantom, wir haben Mimik, wir haben Poltergeist. Mimik können wir gleich ausklammern. Und Poltergeist und Phantom kann man eigentlich gut separieren. Poltergeist-Verhalten, finde ich, ist da drin jetzt nicht gerade, denn es passiert gefühlt nichts. Obwohl wir sogar in einem kleinen Haus sind, sprich, die Frequenz sollte erhöht sein. Also geht es wahrscheinlich Richtung Mimik oder Richtung Phantom. Für Phantom bräuchten wir Dots, für den Mimik bräuchten wir einen Orb. Seht es selber, kein Orb vorhanden. Jetzt heißt es einfach warten, denn wir haben hier nur diesen kleinen Lichtkegel, ihr seht es hier. Und nur wenn er in diesem Lichtkegel hier drin ist, sehen wir auch Dots. Das bedeutet, ich überlege gerade noch, Dots hier zu platzieren und hier rüber scheinen zu lassen. Vielleicht haben wir Glück, aber jetzt warte ich erstmal. Jawohl, man hat es ganz leicht gesehen, er ist schön in die Dots gesteppt, was bedeutet, wir kriegen auch drei Beweise. Phantom, ausgewählt, Abmarsch. Na, die Nebenquests sind komplett uninteressant. Wir können sie natürlich so gut es geht noch machen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn wir allein 10 Minuten für diese Nebenquests brauchen, was jetzt nicht so eine lange Zeit ist. Die Runde hat jetzt gerade mal 5 Minuten gedauert. Allein wenn wir jetzt das Doppelte brauchen, sprich nochmal 5 Minuten. Wir arbeiten uns da an, na, sagen wir mal so 20, 30, 40 Dollar ran. Aber mit einer abgeschlossenen Runde, ihr seht es selber, kriegen wir 300. Deswegen lohnt es sich mehr, in der Herausforderung einfach nur die Herausforderung zu machen. Und ich würde sagen, wir hängen auf jeden Fall noch mindestens eine Runde dran. Denn 6 Minuten ist dann doch ein bisschen zu wenig. So, neue Runde, neues Glück. Equipment ist genommen und es ist eine schöne Challenge. Muss man wirklich sagen, gnädig an dieser Stelle. Denn es gibt auch noch wirklich asozialere Herausforderungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Favorit sind immer die Herausforderungen, wo du Beweismittel nicht hast. In dem Fall war jetzt die letzte Woche ganz angenehm, weil man hier die Knicklichter hatte. Also sprich, für alle, die es noch nicht hatten, konnten einfach aus dem Oster-Event die Knicklichter nehmen und die Dots. Also sprich, Elektronik unter anderem auch. Dadurch wurde die letzte Challenge ein bisschen entspannter. Aber nee, ich bin immer ganz froh, wenn man mal nicht alle Beweismittel hat, denn es ist sehr interessant, dann diese neuen Kombinationen sozusagen zu bekommen und vor allem auch ein bisschen zu strugglen. Den Knochen habe ich gesehen. Ich überlege nur, ob ich später vielleicht ein Foto machen sollte. Nicht wundern, ich mache jetzt hier erstmal Licht an, damit wir uns hier bewegen können und ich nehme jetzt doch den Knochen mit. Also sagen wir mal ganz ehrlich, ich werde kein Fotoapparat mitnehmen. So. Ich schaue hier schon mal so ein bisschen die Räume durch, ob hier schon irgendwo ein Gegenstand ist. Aber es dauert noch ein wenig. Ihr seht das selber, das Thermometer ist noch am Temperieren. Und ja, bis jetzt ist hier noch nicht viel los. Kann natürlich auch sein, dass wir einen Shade haben, der hier unten ist. Aber würden wir dann, oder wenn wir dann hier in so einen Raum reingehen, ist der Shade wiederum allein in seinem Raum. Sprich, er könnte aktiv werden, was aber nicht der Fall ist. So, boop. Keller würde ich jetzt erstmal ausklammern. Abmarsch nach oben, ab in die Schlafzimmer. Und schauen, was wir so finden. Das ist der Fernseher. Das ist nicht das Schlafzimmer. Okay, ich denke mal, das ist eindeutig. So, und ganz, ganz wichtig, wegwerfen mit dem Ding, wenn ihr nicht wollt, dass der Fernseher immer wieder angeht. Denn das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man haben kann. Okay, er ist ein Bottle-Flip-Meister, er hat zumindest die Tasse geflippt. Respekt. Respekt an der Stelle, das ist ein Dreier. Na, es geht bis zur 4, aber nicht über die 4 hinaus, was bedeutet EMF3. Und wir waren mit ihm im Raum, könnte man jetzt an der Stelle schon mal Shade ausklammern. Ungefähr 2-3 Grad haben wir. Temperiert sich aber noch nach unten, könnte Richtung Freezing gehen. Schauen wir gleich mal, denn ne, ihr seht das Wetter draußen, das ist ein klarer Nachthimmel. Also nicht allzu kühl, aber auch nicht allzu warm und trotzdem sind wir schon so nah an den 0 Grad dran. Könnte in die richtige Richtung gehen. Let's go, nächstes Equipment. Gut, Kindlicht hätte ich jetzt auch einfach das hier nehmen können. Naja, Brain Train. Aber sowas können sie gerne öfter machen, dass sie so ein paar Gegenstände hier giften, die man dann verwenden kann. Okay. Wunderschöne Fingis. Wobei, wunderschön ist relativ. Hätte sich mal die Hände waschen können. Aber alles in allem, Fingis sind da. Let's go. Ich platziere trotzdem noch Salz. Einfach, weil ich es kann. Hat keinen größeren Nutzen in dem Fall, denn die Fingis haben wir jetzt schon. Hätte er jetzt die Tür bewegt und wir hätten keine Fingis, dann wäre das Salz wiederum interessant. Der Obake ist nämlich noch drinnen. Gut, wir hatten vorher keinen Beweis, also war der sowieso noch drin. Aber dann wäre das interessant geworden. In dem Fall jetzt eher weniger. So, Abmarsch ins Häuschen. Let's go. So, in Salz ist er noch nicht gesteppt. Gespenst ist aber raus, okay. Einfach nur demotiviert. Gut, so demotiviert ist er gar nicht. Und wir haben die gleiche Auswahl wie gerade eben. Ich, ja, super. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist irgendwie ein bisschen langweilig, aber ich kann da jetzt auch nichts machen.
mit dem Orb, ne, ihr seht es, alles wäre raus, aber das wäre dann der Mimic Orb, was bedeutet, wir bringen auf jeden Fall eine Videocam mit rein, wieder die Dots mit rein, also sprich jeden Run wieder. Und irgendwie sehe ich schon, dass wir auch noch eine dritte Runde heute machen werden, trotzdem das Video ein bisschen kurz sein könnte. Denn das ist ein Phänomen, das hat man leider zu genügend, Phasmo, dass du an bestimmten Tagen immer entweder die gleichen Beweise hast gefühlt oder die gleiche Auswahl an Geistern oder allgemein die gleichen Geist. Ja, dass man zwei, dreimal hintereinander zum Beispiel ein Gespenst hat. Ja, wie ich es vor 2 Wochen hatte in der Challenge, dass ich einfach 2 Gespenster hatte. Oder ebenso wie heute, dass man die gleichen Beweise hat. Passiert so häufig in Phasmo. Wobei man an der Stelle natürlich sagen muss, wenn du jetzt eine geile Auswahl hast, ja, irgendwelche Kombinationen, die du vielleicht noch nicht so gut erkennen kannst, ist es natürlich eine gute Möglichkeit, das zu üben. So. Orb sehe ich mal wieder nicht. Ich warte jetzt einfach auf die Dots, die mit etwas Glück vielleicht gleich kommen könnten. Was bräuchten wir für Poltergeist? Das Buch. Den Notizblock. Ja, ja. Bis jetzt sehe ich da noch nichts. Ich bringe jetzt einfach nochmal Dots und Buch mit rein, dann haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass er mit dem Buch interagiert, dass er mit Dots interagiert. Und dann werde ich nochmal ein bisschen auf dem Bildschirm starren. So, wie schaut's aus? Notizblock. Hier ist noch unbeschrieben. Was sagt das Thermometer? Bist du noch hier? Ja, ja. 1 Grad. Plus, minus. Ich hätte gerne hier. Wieso bist du erst jetzt da reingesteppt? Keine Ahnung. So, die werde ich jetzt einfach hier platzieren, damit wir den Bereich auch noch abgedeckt haben. Er geht ja ganz gerne dort hinter. Die Cam ist eigentlich gut hingestellt in die Richtung. Früher musste man die Cams noch umplatzieren. Praktisch in alle vier Himmelsrichtungen vom Raum so ungefähr, damit du wirklich jede Ecke ableuchten kannst. Denn früher sind die Orbs nur an einer bestimmten Stelle geflogen. Ja, da wo du, sag ich jetzt mal, einen Orb gesehen hast, hast du ihn nach 10 Minuten immer noch gesehen, insofern der Geist den Geistraum nicht gewechselt hat. Irgendwann haben sie das zum Glück geändert, dass wenn ein Orb in einer bestimmten Ecke fliegt, nach einer gewissen Zeit fliegt er in einer anderen Ecke und so weiter und so fort. Für mich heißt es jetzt wieder auf den Bildschirm starren und drückt die Daumen, dass wir gleich irgendwas sehen werden. Endlich! Ich habe jetzt schon ein paar Minuten drauf gestartet. Endlich haben wir unsere Dots gesehen. Also, ja, was soll ich sagen? Zweimal ein Phantom. Gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Abmarsch. Und dann hängen wir die dritte Runde auch noch dran. Auf der einen Seite finde ich es ein bisschen schade, dass wir genau die gleiche Auswahl haben. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn alle guten Dinge drei sind. Wobei ich dann sagen muss, dann würde ich wahrscheinlich überall Phantom auswählen. Und am Ende haben wir dann den Notizblock, sprich Poltergeist. So, neue Runde, neues Glück. Alle guten Dinge sind drei. Und Ladies and Gentlemen, da wir letzten Sonntag keine Random Lobby hatten, also sprich gestern, überlege ich diese Woche am Freitag, denn die Challenge schaffen wir heute, überlege ich am Freitag sozusagen nochmal eine Runde Random Lobby aufzunehmen. Sprich, dass ihr Freitag und Sonntag habt, ne? Letzte Woche sozusagen nachholen. Kann aber noch nichts versprechen, ne? Es ist in der Überlegung, es ist in der Planung, aber ich muss natürlich auch erstmal schauen, wie ich Random Lobbys finde. Aber vielleicht könnt ihr euch schon mal drauf freuen, denn gerade die Random Lobbys machen euch gefühlt am meisten Spaß, oder die meisten zumindest. Das will ich euch dann natürlich nicht vorenthalten. Habe ich hier drin Licht angemacht? Habe ich? Nein, das Kissen war ich zum Beispiel nicht. Okay, die Tür war ich nicht. Das Kissen sieht, liegt das immer so? Ich glaube, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Aber das hier ist eindeutig, das hier ist ein EMR5. Ihr seht, dass die Nadel geht über die 5 hinaus. Wenn die Nadel nur bis auf die 5 geht, wäre ich skeptisch, ne? Das könnte auch ein 4er sein. Aber wenn es über die 5 hinausgeht, könnt ihr guten Gewissens EMR5 eintragen. Wunderbärchen. Ich weiß nicht, ob der Geist hier ist oder in der Küche, aber hier steigt die Temperatur. Ihr seht das ganz, ganz langsam. Schau mal, wie schaut es in der Küche aus? Ja, dauert schon ein bisschen, aber ich würde sagen, es ist hier. Wunderbärchen, wir hätten jetzt... Warte mal. Das Nest kommt uns gerade sehr gelegen, denn jetzt können wir einfach gemütlich hier die... Das Knicklicht lehmen. Mein Gott, Knicklicht. Und wir haben zumindest schon mal was Neues. Wir haben zwar Fingerabdrücke, aber wir haben eben F5, also eine schöne Auswahl. Box ist raus, das ist sehr, sehr angenehm. Dann können wir jetzt eben... Ja, wobei, Salz brauche ich nicht. Ich glaube, dann nehme ich zwei Notizblöcke mit. Sprich, zweimal das Buch. Denn, wie gesagt, Box brauchen wir nicht mehr. Ist zu 100% raus. Da wir eben F5 haben, kann es auch kein Mimic mehr sein. Also müssen wir auch die Box bezogen auf Mimic testen. Somit nehme ich jetzt einfach zwei Notizblöcke mit, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er damit interagiert. Denn, wie gesagt, gerade Stufe 1 ist teilweise ein bisschen nervig.
die Range ist teilweise kleiner und die Wahrscheinlichkeit, damit zu interagieren, ist kleiner. Deswegen zwei Notizblöcke. Was sagt mein Thermometer? Ja, geht langsam Richtung 5 Grad, aber es ist jetzt sehr, sehr langsam. Ihr merkt es. Gefühlt tut sich da gar nichts mehr. Könnte zwei Dinge bedeuten. Entweder der Geist hat schon das sinkende Schiff verlassen und ist hier ins Wohnzimmer gegangen. Könnte aber auch bedeuten, oder das ist, würde ich mal sagen, zu 95% die Wahrscheinlichkeit oder der Grund, ist der Nebel draußen. Ne? Durch den Nebel, durch das Wetter hier draußen haben wir eine bestimmte Temperatur. Sprich, ab dem Moment, wenn wir diese Temperatur auch im Haus erreicht haben, danach dauert es länger, bis es sich weiter temperiert. Sprich, es geht langsamer. So, letzter Run. Hier haben wir, by the way, auch noch ein schönes EMF-5. Ne? Ist eine 4er Erhöhung, aber das ist auf dem EMF-Endgerät, insofern es kein Event war, ein EMF-5. So, ab Marsch ins Häuschen und ich sag ja, entspannte Challenge, ganz gemütlich und habe ich aber auch nichts dagegen. Gerade am Montag, Montage können wirklich nervig sein. Und ich habe heute auch schon mit ein paar Leuten mich unterhalten und geschrieben. Und ja, Montage sind nervig. Deswegen bin ich ganz froh, wenn es hier mal ein bisschen entspannter zugeht. Wie gesagt, für euch hätte ich mir gerne Action gewünscht. Bisschen während der Jagd räuchern, Geist in die Augen schauen und so weiter und so fort. Aber sagen wir mal ehrlich, ich sterbe häufig, weil ich einfach gerne auf Risiko gehe, aber ich bin nicht lebensmüde. Und ohne Räucherwerk dem Geist in die Augen zu starren, besonders wenn du noch nicht weißt, was du hast, ist nicht so schön. Ne? Und gerade im Phantom habe ich selbst mit Räucherstäbchen ein bisschen Schiss, denn ich denke mir immer, okay, ich sehe ihn, ich will ihn nochmal sehen. Aber in dem Moment bin ich dann schon tot, weil ne, Phantom länger unsichtbar ist. So, bei meinem Glück werden wir jetzt wieder Dots bekommen, sprich ich kann jetzt erstmal wieder 10 Minuten auf diesem Bildschirm starren, aber mein Gott, dann haben wir zumindest unseren Beweis und die Runde geschafft. So wie es aussieht, ist der Geist ein bisschen demotiviert, hat nicht unbedingt Lust, mir irgendwas zu geben, aber ich habe auch gerade gesehen, wie sich hier hinten die Tür zum Badezimmer bewegt hat. Ich bringe nochmal Dots mit rein, nochmal die Videocam für den Fall, dass wir ein zweites Setup brauchen. Ich schaue jetzt nochmal auf das Thermometer, denn es könnte natürlich sein, dass er den Geistraum verlassen hat. Oder dass es ein stark roamender Geist ist. Jin, Goryeo sind eher territorial. Mai Ling und Obake sind natürlich flexibel. Aber jetzt schauen wir erstmal. Okay, oder wir haben einfach den Notizblock und... Alter, wenn man hier so drauf leuchtet, könnte man denken, okay, nichts mit dem Notizblock, aber ganz wichtig, der Stift ist weg. Ist hier hinten ist der Stift noch drauf, ne? Kleiner Unterschied, aber das ist einfach krass, diese Qualität zwischen dem T1er Buch und T3er, die ist der Wahnsinn. So, aber wir haben unser Büchlein, Mai Ling, ne? Also das, der Gedanke mit den territorialen Geistern, dass die vielleicht raus sind, hat gepasst. Aber, ja, jetzt ist auch der Breaker rausgegangen, also sprich, Jin ist auf jeden Fall raus. Let's go. Relativ entspannt, relativ machbar, auch für Beginner. Die kennen sich wahrscheinlich noch am besten mit dem T1-Equipment aus, denn ja, jeder, der es nicht mehr nutzen muss, verwendet es in der Regel nicht, außer das Thermometer. Abmarsch, let's go und gemütlich 5000 Flocken einsammeln. Damit kann man gut leben. Let's go. Jetzt hoffe ich nur, okay, EMF5 und Buch hatten wir, Mimik ist auf jeden Fall raus, sprich zu 100%. Bin ich jetzt ganz doof? Wir hatten den Notizblock. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Wir hatten EMF5, UV und Buch. Wir hatten keine Dots. Was, ladies and gentlemen? Bin ich jetzt ganz doof? Bin ich jetzt an der Stelle ganz doof? Wir hatten zu 100% den Block. Man hat sogar etwas Geschriebenes gesehen, bevor ich komplett straight drauf geleuchtet habe. Wir hatten keinen Goryeo. Und EMF5 hatten wir auf die Nadel gegenüber die 5 hinaus und wir hatten mehrere 5 auf dem Board. Und UV hatten wir auch, wir hatten Fingerdrücke. Wieso haben wir ein Goryeo? Wir hätten auch zu 100% das Buch. Ich bin jetzt... Ladies and Gentlemen, kein Plan, was da war, aber so wie es aussieht, müssen wir noch eine Runde starten. Lasst mich gerne wissen, was das war, was ihr für eine Theorie habt. Ich habe selten Bugs in diesem Spiel, also Bugs, die ich mir nicht erklären kann, aber das war seltsam. Man hat auch schön gesehen, als man die Blöcke verglichen hat. Bei dem einen war der Stift drauf, bei dem anderen nicht. Also ist das ein 100%iges Zeichen dafür, dass man ein, ja, dass man Buch als Beweis hat. Und mit Buch, hier, ihr seht es, ist der Goryeo zu 100% raus. Ich bin gänzlich verwirrt. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, oder was ich jetzt noch gesagt hätte, okay, vielleicht, weil wir die Knicklichter aus dem Nest verwendet haben, deswegen haben wir diese Abdrücke gesehen, aber sonst kann ich mir... Das passt ja auch nicht. Ja? Das deutet ja sogar auf Goryeo hin, also das müsste ja richtig sein.
Also keine Ahnung, wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was ihr vermutet, was da gerade falsch gelaufen ist. Denn ich bin komplett verwirrt. Ich habe ein Fragezeichen im Schädel. Keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, dann kriegt ihr jetzt sogar noch eine vierte Runde. Ist ja auch nicht so verkehrt. So. Diese Tür hier. Und es ist ein gemütliches Zweier. Gemütlicher Zweier, würde ich mal sagen. Ob das jetzt... Ja. Gut, um fair zu sein, wir kriegen drei Beweise. Es ist relativ egal, ob jetzt Zweier oder Dreier, aber mal abgesehen davon waren wir sowieso nicht mehr im Geist in einem Raum. Ne? Ich denke jetzt Richtung Shade. Deswegen ist das sowieso egal. Ne? Kann es auch ein Dreier sein, kann es Zweier sein. Komplett egal. Hauptsache ein EMF. Was bedeutet, der Geist ist dort. So, dann als nächstes Knicklichter. Nicht da. Mein Gott, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich bin auch tatsächlich noch nicht allzu lange wach. Ne? Ich dachte mir, heute am Montag schläfst du dich mal aus. Ging natürlich nur bedingt aufgrund der Videos, aber zumindest mal ein, zwei Stündchen länger geschlafen und das war auch sehr angenehm. So, ich will jetzt nicht auf Hasenjagd gehen. Das macht... Nein, das gefällt mir nicht. Okay. Wir haben keine Fingis. Wir schauen jetzt natürlich nochmal hier mit dem Salz. Deswegen warte ich hier einen kurzen Moment. Da war ein Gegenstand. Oh. Irgendwie muss ich gerade an Supermarktzimmerlaute denken. Denn da gibt es auch ähnliche Reiniger. So, aber hier, er ist leider nur einmal reingestippt, deswegen kann man das fast nicht werten. Müssen wir später mal schauen. Für den Fall, dass wir strugglen, gerade wenn Fußis noch drin sind, müssen wir mal überlegen oder schauen. Was wir auf jeden Fall wissen, hier waren keine Fingerabdrücke. Sollten wir irgendwann nochmal hören, dass die Tür bewegt wird, wir schauen mit der UV-Lampe und es sind Fingerabdrücke drin, haben wir einen Obake oder einen Mimik, der einen Obake imitiert. Abmarsch nach draußen, na, nicht so viel Zeit verschwenden. Wir haben nur eine Sanity-Leiste und wir sind auf Profi, also 200% Drop. Da sollte man dann nicht zu viel Zeit verschwenden. Denn na, jedes Prozentchen, das man hier verliert, kann hinten raus ein bisschen eng werden. Und vielleicht sogar Richtung eines asozialen Geistes gehen, der früher jagen kann, der vielleicht sogar Hyperspeed hat und sonstiges. Das möchte man nicht unbedingt provozieren. So. Natürlich bist du da jetzt auch eingesteppt, nachdem ich weg war. Das war so typisch. Oder ist so typisch. So. Okay, Temperatur. Na, hier im Badezimmer. Okay, hier im Badezimmer drops. Das lag nur zu nah hier dran. Keine Zeit zum Duschen. So, schauen wir mal. Ob wir hier irgendwas haben. Wie gesagt, mich nimmt die Runde gerade eben noch mit. Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Der fehlende Stift auf dem Notizblock, definitiv Buch. Fingerabdrücke haben wir offensichtlich gesehen. Auch Fußabdrücke. Und mehrere EMFs auf dem Board. Waren das gerade zwei Gegenstände? Ja, okay, das sehen wir zu 100% und der Stift ist weg. Wir haben zu 100% Buch. Aber ich war gerade der Meinung, ich hätte zwei Gegenstände gehört, die da geflogen sind. Deswegen bin ich gerade gänzlich verwirrt. Was bräuchten wir für einen Poltergeist? Box, UV und Buch. Okay, ich versuche nochmal die Box. Das Problem ist, das Buch liegt so an der Schwelle, er könnte jetzt auch draußen gewesen sein, damit interagiert haben. Also deswegen werde ich die Box auch gleich draußen nochmal testen. Einziger Vorteil gerade ist, das Badezimmer ist klein. Das bedeutet, wenn er hier drin ist, kriegt ihr die Box mit. Aber hier ist alles fresh. Wir haben da zwar auch Freezing Atem, aber trotzdem nochmal kurz hier draußen, für den Fall, dass er gerade auf Wanderschaft geht. Die Box will ich fast rausnehmen. Das Problem ist, wenn hier wirklich zwei Gegenstände waren, kann es auch sein, dass der Gegenstand geflogen ist, bupp, hier auf eine Kante, ersten Laut, runtergefallen, zweiten Laut. Das kann durchaus mal sein. Da kommt man teilweise durcheinander. Ich habe in die Richtung gedacht, Poltergeist. Keine Box, Poltergeist weg. So, let's go. Nächster und mit etwas Glück letzter Run, was auf jeden Fall schon mal positiv ist. Wir haben das Buch. Hier haben wir ein 1er, 3er und 1er, was bedeutet keine EMF5 auf dem Board. Videocam mit reinnehmen, 80%. Es gibt auch zwei Geister oder ein paar Geister, die deine Sanity droppen, indem sie Gegenstände bewegen, wie Poltergeist und Phantom. Deswegen ist immer interessant zu sehen, ob man vielleicht auf einmal so ein etwas mehr Sanity verloren hat als gewohnt. Also sprich auch ohne in ein Event. Ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall aktiv. Kann man nicht anders sagen. Aktiv ist er. Er ist ein bisschen zu aktiv. Holy. Ich versuche das hier zu platzieren. Dann haben wir hier das komplette Badezimmer im Blick. Mit der Videocam. Ja.
Ja, das passt. Das ist in Ordnung. So, Abmarsch nach draußen und hey, ich darf wieder auf den Bildschirm starren. Zum vierten Mal heute. Also das ist, glaube ich, der größte Nachteil hier in Phasmo. Und zwar die Dots. Wenn du einfach nur stumpf auf den Bildschirm starren kannst. Da freue ich mich immer, wenn ich jemand dabei habe, der vielleicht noch ein bisschen am Anfang ist und sich noch nicht ganz so traut, reinzugehen, denn dann muss ich das nicht übernehmen, hier auf dem Bildschirm zu starren. Aber gut, wenn man solo ist, muss man es machen. Wir haben auf jeden Fall einen Orb. Erkennt man nur leicht, aber er ist vorhanden. MF5 ist raus, MF5 ist raus, Dots, Box oder Freezing. Deswegen starre ich jetzt wieder auf diesen Bildschirm. Es ist einfach so übertrieben überwältigend, hier einfach auf diesem Bildschirm zu starren. By the way, das hier sind immer noch unsere Beweise. Ich werde jetzt gleich reingehen, nochmal die Box verwenden, nochmal auf das Thermometer schauen. Der Vorteil gerade in dieser Auswahl ist, wir können uns eigentlich verstecken, können mit verfluchtem Objekt spielen und gehen auf die Geschwindigkeit. So, zur Not sollte es kein Versteck geben, können wir auch verrecken, es ist komplett egal. Ja, für mich heißt es jetzt erstmal hier reingehen. Hier haben wir zumindest schon mal kein Versteck. Und gut, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, aufgrund der Challenge haben wir gar keine Verstecke. Denn wenn wir hier wirklich auf Profi wären, hätten wir jetzt bestimmt schon ein Versteck finden müssen. Danke! War das jetzt so schwierig? Ich starre hier Minuten auf dieses Board und es ist nichts zu sehen. Jetzt gehe ich hier rein und es sind Dots zu sehen. Diesmal auf jeden Fall Dots. Ich würde es fast sogar wirklich eine Jagd riskieren. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber Fakt ist, wenn ich jetzt hier abfahre und es ist wieder ein falscher Geist. Na, die Dots sind mir... Ich meine, ich habe ja sogar den Videobeweis. Ihr habt es ja auch gesehen. Wenn es jetzt kein Teil ist. Na, wir haben die Dots, was bedeutet, Mimic ist auch zu 100% raus. Wir haben das Buch, Mimic zu 100% raus. In dem Fall jetzt sogar schon seit 200%, weil wir zwei Beweise haben. Wenn es jetzt kein Teil ist, verstehe ich das Spiel nicht mehr. Wunderbärchen, Teil ist es und jetzt will ich noch sehen, dass wir 5 Tonnen Flocken bekommen. Ladies and Gentlemen, dann war es das auch schon wieder für heute. Wie gesagt, entspannte Challenge, versucht es selber, es lohnt sich. Und ganz ehrlich, wenn man in Phasmo erstmal 5 Tonnen Flocken am Montag abräumen kann, ist auf jeden Fall am Montag auch gerettet. So, Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.